Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist noch nicht allzu lange her, da hat man uns hier im Hessischen Landtag bei jeder Haushaltsdebatte, vor allem eine Mehrheit von CDU und Grünen, gebetsmühlenartig erklärt, dass das Land Hessen keine neuen Schulden machen dürfe, dass mit Überschüssen sogar Schulden zurückzuzahlen seien, dass die schwarze Null das oberste Ziel aller Haushaltspolitik sein müsse, die Schuldenbremse sakrosankt sein und ihre Vorgaben unbedingt und strikt und sowieso und immer eingehalten werden müssen. Noch vor wenigen Monaten bezeichnete der auf tragische Weise verstorbene Finanzminister Dr. Schäfer in einem vielbeachteten Gastbeitrag der FAZ die Schuldenbremse sogar als Erfolgsmodell. Kritische Ökonomen, Gewerkschafter, DIE LINKE, viele andere haben diese Position immer für falsch gehalten. Wir und viele andere haben ihnen vorgehalten, dass die Errichtung von bezahlbaren Wohnungen, die Sanierung von Schulen und Krankenhäusern, die Finanzierung von Frauenhäusern, die Bekämpfung von Armut und günstigere Preise in Bus und Bahn für heutige und kommende Generationen viel wichtiger sind als ausgeglichene Haushalte. Dafür sind wir in diesem Plenum nicht nur von CDU und Grünen verlacht, verschrien und verspottet worden. Zu Unrecht, wie sich spätestens jetzt zeigt. Wenn man CDU und GRÜNEN an ihren eigenen politischen Prinzipien messen würde, dann ist der hier vorliegende Dringliche Gesetzentwurf nicht weniger als ein Eingeständnis in das unmissverständliche Scheitern ihrer falschen Haushaltspolitik. Misst man sie an ihren eigenen Maßstäben, dann hätten Sie es eigentlich mehr als verdient, dass Sie mit Ihren Plänen richtig krachen, scheitern. Vielmehr. Er ist aus unserer Sicht das Eingeständnis in das Scheitern der Schuldenbremse als solche und auch das Scheitern der konkreten Regelungen in Artikel 141. Da kommt jetzt die erste, zugegebenermaßen große Krise. Und die von Ihnen zu verantwortende Architektur der Schuldenbremse bricht jämmerlich in sich zusammen. Werfen wir doch einmal einen Blick in die Geschichte. 2011 hat eine ganz große Koalition hier aus CDU, FDP, SPD und GRÜNEN für die Verankerung der Schuldenbremse in der Landesverfassung getrommelt. Nach der Abstimmung konnte es dann vor allem der CDU und der FDP nicht restriktiv genug gehen. Gegen den Rat vieler Experten verankerten CDU und FDP eine unsinnige Zweidrittelregelung für die Aussetzung der Schuldenbremse in der Krise. Und ich möchte da auch noch einmal an die Worte des Abgeordneten Pentz vom 25. April 2013 erinnern. In einer Notsituation müsse ein Beschluss mit zwei die Ausnahme nur mit einer breiten parlamentarischen Mehrheit festgestellt werden kann. Wenn man sich dieses Prinzip der Hessen-CDU anschaut, dann gilt da, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Wie gesagt, wir haben die Zweidrittelregelung immer abgelehnt. Übrigens, in dieser Debatte vom 25. April haben die Abgeordneten Kaufmann und Schmidt, SPD, die Zweidrittelregelung scharf kritisiert und sogar Befürchtungen geäußert, sie sei mit der Verfassung unvereinbar. Abgeordneter Schmidt, SPD. Es war ein anderer Abgeordneter, der damals feststellte, eine Zweidrittelregelung, die mit einer einfachen Mehrheit geändert werden kann, das ist aber ein ziemlich irrationaler Vorschlag, der wahrscheinlich nur irgendwem als Verhandlungsmasse dienen könne. Mit dem Blick auf die Debatten von heute, meine Damen und Herren. Doch damit nicht genug. Die Hardcore-Befürworter der Schuldenbremse wollten ja noch mehr. Innerhalb von 7 Jahren, da waren wohl Anthroposophen am Werk, sollen laut Ausführungsgesetz die Kreditaufnahmen getilgt werden. Welch ein Irrglaube, welch ein aberwitziger Zeitraum. Das scheint ja jetzt sogar die Regierung erkannt zu haben. Sie schreiben in Ihrem Gesetzentwurf, ich zitiere, ein Regelzeitraum von 7 Jahren für die vollständige Kreditrückführung ist mit den Herausforderungen einer schwerwiegenden Krise nicht vereinbar.
Oh Mann, muss man sagen. Diese Erkenntnis aber eine schwere Krise gebraucht haben, das haben Ihnen doch die Experten schon 2013 gesagt. In der Krise braucht Hessen einen handlungsfähigen Staat. Die Regelungen, die haben sich als ein großes Hemmnis für ein entschlossenes Handeln in der Krise erwiesen. Überwunden werden. Und damit Sie sich jetzt auch nicht zu sehr brüsten, Sondervermögen, 12 Milliarden, Kreditermächtigung, eines ist doch völlig klar, ein schwarz-grünes Weiterwursteln in der Krise, das wird den Menschen und den von der Politik geschaffenen Problemen nicht gerecht. Was es jetzt braucht, das ist ein sozial-ökologischer Neustart aus der Krise. Bei Ihnen finden sich nur PowerPoint-Präsentationen und Lippenbekenntnisse. Für einen sozial-ökologischen Neustart braucht es einen verbindlichen, einen rechtssicheren Plan, um Schulen und um Krankenhäuser zu sanieren, preiswerte Wohnungen zu errichten, Kitas und Frauenhäuser zu finanzieren und endlich günstigere Tickets für Busse und Bahnen durchzusetzen. Die Politik muss dringend erforderliche weitere Maßnahmen ergreifen, um Menschen in der Krise vor dem sozialen Abstieg zu bewahren, prekär Beschäftigte, Soloselbstständige, Kulturschaffende, Erwerbslose, sie alle besser zu schützen. Und ja, dafür muss mehr Geld in die Hand genommen werden, viel mehr Geld. Die notwendigen Investitionen dafür können wir aus Krediten finanzieren. Für laufende Ausgaben eine gerechtere Besteuerung der Reichen und Vermögenden durchsetzen. Und wenn Sie doch so unbedingt die Schulden dann künftig wieder abbauen wollen, dann lassen Sie uns eine einmalige Vermögensabgabe nach dem Vorbild des Lastenausgleichsgesetzes unter Konrad Adenauer durchsetzen. Das, meine Damen und Herren, sind die Maßnahmen, die wir jetzt brauchen. Abschließend, für mindestens 3 von 10 Hessen, für Gewerkschaften und für soziale Verbände ist heute ein bemerkenswerter Tag. CDU und Grüne belegen mit ihrem Gesetzentwurf heute, dass alle Kritiker mit ihrer ablehnenden Haltung zur Schuldenbremse so falsch nicht gelegen haben können. Ein Etappensieg für alle, die schon 2011 gesagt haben, die Schuldenbremse, das ist ein Investitionshemmnis, die Schuldenbremse, das bedeutet Sozialabbau und Austeritätspolitik, das ist ein Konzept von gestern und kein Rezept für die Zukunft. Sie alle können sich heute bestätigt sehen. Lassen Sie also, und das ist mein letzter Satz, lassen Sie uns und lassen Sie uns schauen, wie wir gemeinsam die Schuldenbremse überwinden, z.B. mit einer parteiübergreifenden Initiative, um sie wieder aus unserer hessischen Verfassung herauszuholen. Das wäre eine wichtige Antwort auf die Krise.